viel Zucker ist eigentlich in Lebensmitteln versteckt, in denen wir es überhaupt nicht erwarten? Das wollen wir heute mal testen. Dazu habe ich mir extra einen Bauchladen mitgebracht. Da hinten immer der Zucker, da vorne das dazugehörige Lebensmittel. Und los geht's. Wo meinen Sie, ist am wenigsten Zucker drin? Ich würde fast sagen, in den Gemüsechips. Ich würde sagen, hier in dem Drink. Okay. Aber es könnte auch gleich viel drin sein. Es könnte auch in allen drei gleich viel drin sein. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Richtig? Ja. Ja. 11 Stückchen Würfelzucker in 250 Milliliter Fruchtjoghurt drin. Ach so, hier. Ja, genau. Hast du? So, wie viele 6 Stück. Boah. Sagen Sie, boah, warum? Naja, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, 1. Das macht schon mal, wenn ich richtig gerechnet habe, 21 Gramm Zucker, reiner Zucker, in knappen 50 Gramm Cornflakes. Ja. Das könnte schon so unser Frühstück sein, ne? Ja, vor allem das mit dem kombiniert, ja. Ist überhaupt kein Problem. Das finde ich ein Hammer hier. Weiter geht's, ich baue kurz um, 3 neue Produkte. Also, wir fangen an mit dem, wo meinen Sie, ist am wenigsten drin. Also, wir haben hier ein bisschen Grillsoße, dann haben wir Krautsalat und dann haben wir Curry King für die Mikrowelle. Am wenigsten? Ja. Hier, ein Krautsalat. Warum? Wenigstens ein bisschen Gemüse. Es geht um den zugesetzten Zucker. Sie können gerne mal die Tasse hochheben, darunter sind ein Stückchen Würfelzucker versteckt. Oh, Scheiße. Zählen Sie mal. 3, 6, 9, 12, 15. Ich glaube, es sind sogar 16 Stück, okay. Würfelzucker. Okay. In einer Portion Krautsalat. Wie viel machen Sie weg von so einer Portion, wenn Sie mal essen? Eine? Mal im Kraut nicht mehr viel zu tun. Ja. Okay, dann ist in der Soße wahrscheinlich noch mehr Zucker drin. Könnte sein, ja. Also, das sind ungefähr 100 Milliliter. Da gucken Sie gerne mal nach. Also das ist jetzt nur der Zucker, der an 100 Milliliter genau. Drin ist. Genau. Ja. Mach du gut. 2, 4, 6, 8, 10 Stücken. In dieser geringen Menge und die isst man ja locker so zum Abendbrot mal oder zum Grillen. Kennen Sie die empfohlene Tagesdosis an Zucker pro Tag für einen Deutschen? 3 Stück? 8 Stück Zucker. 8 Stück, okay. 8 Stück. Okay. Also mit so einer Box hier machen Sie schon mal die doppelte ja. Menge weg. Okay. Also ja wirklich schockierte Gesichter, wo überall Zucker drin ist, wo man es nicht erwartet. Gerade zur Grillsaison ist das nicht schön. Gehe ich mir jetzt lieber ein Eis holen, da weiß ich wenigstens, dass Zucker drin ist.